Ganz, ganz wichtig. Heute Abend um 18 Uhr fettes Beyblade-Event mit Julian Bam zusammen, Trimax, Chef Strobel, Rumatra. Super viele Leute, die dabei sind. Wird richtig, richtig nice. Das sollte man auf keinen Fall verpassen. Es geht um 2000 Euro für den guten Zweck. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach ein kleines Beyblade-Turnier. Richtig, richtig geil. Ich bin so gespannt, was in Craft Attack passiert ist. Das ist so crazy, Mann. Ich habe mich jetzt einen Monat nicht mehr bei Craft Attacks eingeloggt. 0 Spieler sind online. Oh mein Gott, Digga. Okay, das ist das erste Mal Craft Attack seit langer Zeit. Was gibt's Neues? What? Oh mein Gott. Pogwarts hat sich ja übertrieben gemacht, oder? Hä? Wie nice. Wie geil. Pogwarts ist auch wieder so ein Projekt, was ich angefangen habe und nicht zu Ende gebracht hat. Wie eigentlich alles in meinem Leben, ne? Okay, was gibt's noch Neues? Pogwarts wird nie fertig. Doch, Pogwarts wird dieses Jahr noch fertig. Ey, wow. Geh mal runter ins Loch. In welches Loch? Das hier ist neu. Zu verkaufen 100 Diamanten. Bitte bei Klimmhelden. Geh hier einfach so rein. Geiles Haus. Voll schön. Wie komme ich runter ins Loch? Wie komme ich ins Loch? Leiterbeutsch. Was ist das? Meischenpfanne? Leiter? Was ist das? Und jetzt? Ha! Es geht nicht. Junge, wie geil. Hey, wie nice, guck mal. Hey, das ist ja überchillig hier, holy shit. Mo hat einen Skatepark gebaut in ihrem Leben. Mein Haus ist immer noch falsch rum, okay. Da ist ein riesiger Baum. Wie krass. Bei Rotpilz gucken, okay, machen wir. Baut der immer noch weiter? Junge, holy shit. Was? Das ist actually insane, dass der immer noch hier baut. Hä, hey, was macht der hier? Das ist das Haus von Sandy, von Schwammkopf. SpongeBob. Wie geil. Wie nice. Also, hier hat sich auf jeden Fall einiges getan, Digga. Hier hat sich auf jeden Fall einiges getan. Aber ist Craftech jetzt over oder wie ist das? Nee, ist nicht over, okay. Ja, das sieht schon sehr, sehr geil aus, was Rotpilz hier gemacht hat. Das ist wirklich extrem krass. Hier kommt dann wahrscheinlich auch noch was hin. Spark hat hier auf jeden Fall noch ordentlich Platz für sich gemacht. Okay, sehr, sehr geil. Das Haus hier ist auch fertig. Wir fliegen mal rüber zu Croco Crafter. Wo ist denn Krokusburg? Ach, hier. Boah, Digga, was? Junge, holy, Bro, was bitte? Alter, okay, das ist Sicko-Mode, das ist wirklich Sicko. Oh, Junge, wie krass. Okay, wir gehen rein in die Alge. Holy, Drachen-Alge, Niemals Bark, der erste Wither, Debitor und Basti, Janus, der erste Kopf, der sammelt hier Köpfe, der Verrückte, alright. Hier ist eine Bibliothek, automatische Weizenfarm, Schiff, okay. Wie komplex das hier alles ist, ne? Eine Bambusfarm, ey, das ist schon big insane. Okay, die sind aber von innen halt größtenteils leer. Ne? Aber trotzdem sehr, 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 sehr stark. Okay, das ist wirklich, wirklich geil. Oha, hier ist das Lager von ihm. Ich hoffe, wir können das einfach alles so zeigen, aber ich denke mal schon. Krass, Junge. Schauen wir mal, wie rich er ist. Okay, er ist ziemlich rich. Wo sind seine Diamonds? Alle meine Diamonds! Diamonds, Diamonds, alle meine Diamonds! Ja. Digga, der drippt auf jeden Fall, der Bro. Okay, alles iced out. Das schmeckt. Sehr, sehr entspannt. Sehr, 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 sehr geil. Wirklich. Okay, was gibt's noch Neues? Das hier ist auch komplett fertig, oder? Oder war das schon immer fertig hier, das Haus von Debitur? Was hat Spark noch Neues? Der Netherite Beacon. Oh mein Gott, er hat's wirklich geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Bitte nicht aushöhlen. Der ist doch schon ausgehöhlt. Ist es ernst oder ist es ein Joke? Was passiert, wenn ich noch einen Beacon auf den Beacon setze? Man kann kein Beacon auf dem Beacon setzen. Was für ein geiler Song. Hört mal. Battle Royale mach ich zu meiner Haft. Okay, nice Spark. Glückwunsch dazu. Was haben wir noch Neues? Ja, der Honiggolem hat hier Rotze hängen. Sehr entspannt. Basti, hier geh seine Base. Achso. Hier ist das hier, okay. Ein Doppelbeacon, verstehe ich nicht. What? What? Wie nice. Klimm. Einfach me reacting to the builds of others and gaining a lot of views. I guess. Crazy nice Statue. Flimmert seine Ölbohrinsel aber noch nicht fertig. Was ist das für eine verrückte Höllenmaschine hier? Was macht die? Das ist ein Lagersystem, glaube ich, ne? Junge, hier hat man ja alles an Buffs, wenn man hier rumläuft. Krass. Hier sind überall so Leitungen. Was ist das vom Lagersystem? Muss ja, ne? Was ist das? Eine Creeper-Farm, oder? Da sind Katzen drin. Ja, muss eine Creeper-Farm sein. Krass. Krass, 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 krass. Also man denkt halt gar nicht, was sich in so einer kurzen Zeit, in so einem Monat doch noch tun kann, ne? Stark, stark, stark. Ja, Pogwarts haben wir schon gesehen. Da hat sich auch einiges getan, actually. Klimmert hier noch eine Villager-Farm? Alright, also ich glaube, auch wenn wir gerade hier alleine sind, Project ain't dead, to be honest, Leute. Ich glaube, hier geht noch einiges, Mann. Eine Eisenfarm hier, eine Villager-Eisenfarm, I guess, ja. Oh nein, wie komme ich jetzt hier raus? Einfach nach unten schwimmen, oder? Na toll. Ja, mega.
oh nein, Digga, das... Oh, Digga, wenn er das mitbekommt, ist der richtig sauer. Warum laggt das so geil? Wer hat das eingestellt? Hä? Golem gespawnt einfach, okay. Okay, gut, interessant. Was haben wir noch? Wie komme ich hier raus? Okay, wir gehen mal kurz zum Mo rüber. Ich flieg mal kurz zum Spawn. Sparks Golem ist auch sick. Ja, ich weiß, er hat hier irgendwo noch so ein Netherite-Golem hingesetzt oder sowas, ne? Auf den Honig-Golem, auf die Schulter oder so, habe ich gehört, ne? Ja, ist okay, der ist nicht da. Den hat jemand gejoinkt. Tobis Haus ist immer noch voller Obsidian. Stark, okay. Mo hat einen Skatepark gebaut. Hier wohnt Cars Crafter. Natürlich, das wissen wir doch, klar. Ist das hier der Skatepark? Oha! Oha! Wie geil! Geiles Bild, Digga. Hör, das ist voll chillig. Guck mal hier. Die Besucher sind nur Weird Champs. Aber hier mit Pool. Krass. Not bad. Mit Bänken. Zum Grinden und zum Chillen. Basketballplatz. Mo baut sich hier einfach seine perfekte Fantasie aus. Stark, Digga. Ja, Pool. Ja, wie heißt das hier? Pit. Also, Bowl. Mein Gott, Digga, bin ich lost. Bowl. Dann ist hier noch dieser Grinder. Grindstange. Grindding. Ein kleiner Jump hier. Sehr, sehr nice, Digga. Also wirklich, all in all, extrem entspannt. Kann man nicht. Aua! Warum? Wieso bist du so schnell? Holy, Mo, mach mal hier was gegen die Monster. Wie peinlich. Nee. Ja, jetzt ertrinkst du, du Loser. Was jetzt, hä? Ja, komm. Was jetzt? Hm? Oh, guck mal hier. Ah, oh, bist du dumm. Ach, guck mal, bist du blöd. Oh nein, bist du dumm. Schaut ihn euch an. Ja, er hat einfach aktiven Selbstmord begangen, Digga. Sehr stark. Okay, das hat Mo wirklich ganz gut gemacht. Also, alles in allem, extrem geil. Vielleicht gehen wir nochmal rein und schließen dieses Pogwart-Konzept-Ding endlich mal ab, wa? Wird ja vielleicht Zeit. Wird ja vielleicht Zeit. Bei Basti GRG will ich nicht hin, weil ich nie weiß, was ich davon zeigen darf und was nicht. Weil Basti GRG hat so 30.000 Videos vorproduziert. Wisst ihr, was ich meine? Bei Crate mitmachen würdest, ja. Bei Spark bin ich schon gewesen. Bei mir hat sich nicht viel getan. Ich habe einfach das geilste Ding dieses Jahr gebaut. Mal schauen, was ich nächstes Jahr baue, Alter. Bei mir im Keller ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Deine Hydros sind bald kaputt. Ja, das stimmt. Nee, also alles im All. Hier leckt's extrem. Ich weiß nicht genau, warum. Sehr, sehr, sehr nice, dass hier immer noch einiges vorangeht. Ist sehr stark. Maybe. Ja, maybe kommen wir die Tage mal wieder zurück. Ich weiß es allerdings nicht, Chat. Ich muss dafür wirklich Bock haben. Ich muss darauf wirklich Bock haben, alright? Es bringt nichts, wenn ich jetzt einfach so wiederkomme. Das bringt ja nichts, ne? Deshalb. Aber eine Sache noch. Wenn ihr jetzt auch dieses Video hier, dieses Update-Video seht, ganz, ganz wichtig. Heute Abend um 18 Uhr, fettes Beyblade-Event mit Julian Bam zusammen, Trimax, Chef Strobel, Rumatra, super viele Leute, die dabei sind, wird richtig, richtig nice. Das sollte man auf keinen Fall verpassen. Es geht um 2000 Euro für den guten Zweck. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach ein kleines Beyblade-Turnier. Richtig, richtig geil. Wird sehr, sehr wild. Also quasi für den Stream morgen Abend, für die anderen heute Abend. Das wird sehr, 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 sehr geil. Welche Version Beyblade? Wir haben die ganz neuen Beyblades mit Attack-Rings und allem drum und dran, Attack-Verteidigungsring und sowas. Sehr, 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 sehr stark. Sehr, sehr geil, wirklich. Genau, Rotpilz haben wir schon ausgecheckt. Und ich würde sagen, wir sind hier durch. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Nochmal kleinen Craft Attack Rune Tour hier. Und vielleicht kommen wir nochmal zurück. Also dann.